Ja, wenn du eine Begegnung mit Jesus möchtest, dann bist du hier im Gottesdienst genau richtig. 1. Mose lesen wir, dass Gott sagt, wir wollen Menschen schaffen. Und Vater, Sohn und Heiliger Geist wird schon angesprochen. Vater, Sohn und Heiliger Geist wollen Menschen machen als ein Gegenüber, jemand, mit dem sie Beziehung haben können. Und alles ist ausgerichtet, die ganze Menschheitsgeschichte und auch die ganze Erlösungsgeschichte, alles, was wir als, wo wir Jesus als Erlöser sehen, ist ausgerichtet auf diese Gemeinschaft zwischen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist und uns Menschen. Und darum wollen wir uns auch heute kümmern. Und das ist das Besondere, wenn wir im Gottesdienst sind, wenn wir als Gläubige zusammen sind, dann wird einfach diese, hat's einen besonderen Segen, weil Gott es liebt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Persönlich will er mit uns Gemeinschaft haben, aber wenn wir uns als Gemeinde treffen, haben wir eine besondere Kraft und besondere Gegenwart, weil wir einfach, jeder verstärkt es, jeder bringt den Geist Gottes mit und dann verstärkt sich etwas, sodass wir dann alle dadurch gesegnet sind, dass wir zusammen sind. Als Mose das Volk Israel aus Ägypten rausbrachte, kamen sie dann nach 2 Monaten an den Berg Sinai, und auf dem Berg Sinai, an dem Berg Sinai, gab es denn diesen Bundesschluss zwischen Gott und zwischen dem Volk. Und daraufhin, ihr kennt die ganzen Geschichten, daraufhin ging Mose für 40 Tage auf den Berg. Und in diesen 40 Tagen ist interessant, wenn man das nachlesen, über was wurde denn da besprochen, gesprochen, was hat Gott Mose denn da erklärt, was hat er ihm für Anweisungen mitgegeben. Und wir sehen plötzlich die ganzen Verse, die ganzen Kapitel, die gehen um ein großes Thema, nämlich er kriegt Anweisungen, die Stiftshütte zu bauen. Wie soll die Stiftshütte gebaut sein? Und Gott möchte ein Haus haben, ein Zelt haben unter seinem Volk, weil Gott will unter seinem Volk wohnen. Und das ist das Besondere. Das ist die besondere Liebe Gottes, dass Gott, der Allmächtige, der Schöpfer der ganzen Welt, bei den Menschen wohnen will, Gemeinschaft haben will mit den Menschen. Und diese Anweisung, wie dieses Zelt aussehen soll, bekommt Mose. Und wenn wir darüber nachdenken, und wir haben ja auch in den Gottesdiensten auch schon viel über manche Aspekte davon gesprochen, es geht immer um Jesus. Wir erleben das, wenn wir die Stiftshütte anschauen, das erleben wir immer, dass es immer um Jesus geht. Die ganzen einzelnen Gegenstände oder alles, wie die Stiftshütte sogar erbaut ist und die Maße, alles spricht immer von Jesus und von seinem Erlösungswerk. Und dann ist es interessant, zum Schluss im letzten Vers. Also ein einziger Vers ist dafür da, dass Gott dann sagt, dass es dann heißt, und Mose bekam die 10 Gebote. Um sie mit runterzubringen, wo diese 10 Gebote, die 2 Tafeln, wo die Gebote aufgeschrieben waren. Und dann kam Mose in das Lager zum Lager und stellt fest, dass das Volk Israel sich ein goldenes Kalb gemacht hat, um das Kalb herum tanzt, das anbetet, und er zerstört dann die Tafeln. Und schon im ersten Moment hat das Volk eigentlich diese Gebote übertreten und haben andere Götter einen anderen Gott angebetet. Und dann ist interessant, was Mose macht. Mose nimmt sein Zelt, sein persönliches Zelt, und baut es außerhalb des Volkes Israel auf. Und dieses persönliche Zelt wird dann ein Zelt der Zusammenkunft, oder man kann es auch, wird auch übersetzt als Offenbarungszelt. Also dieses Zelt der Zusammenkunft, ist sozusagen ein Vorläufer der Stiftshütte. Die Stiftshütte, die war noch gar nicht, man hat das Material noch gar nicht gesammelt, sie war noch gar nicht gebaut. Das hat noch mal 8 Monate gedauert. Aber Mose nimmt sein Zelt, geht raus aus dem Volk, außerhalb des Volkes, und das ist dann der Ort, wo er Gott begegnet.
Und wir wollen diesen Text mal zusammen lesen. Das lesen wir in 2. Mose 33, ab Vers 7. Da wird uns davon berichtet, 2. Mose 33, ab Vers 7. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf, und jedermann blieb stehen im Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes. Und er, also Gott und der Herr, und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Was wir hier in dieser Geschichte sehen, wir sehen, dass plötzlich Mose zum Mittler wird zwischen Gott und dem Volk. Er sprach mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Sie hatten eine gute Beziehung. Es war nicht einfach nur ein Hören, sondern es war ein Miteinander reden, so wie ein Freund, wie man mit seinem Freund redet. Und dann nach dem Gespräch ging Mose wieder aus dem Zelt hinaus zum Volk. Das, was er im Zelt hörte, hat er sozusagen dem Volk dann weitergegeben und ihm das mitgeteilt. Und für das Volk war das sichtbar, dass Gott gegenwärtig war, weil die Wolkensäule, die praktisch das Volk leitete, kam dann in den Eingang des Zeltes. Und es war ja die Leitung damals, die sie hatten, wenn die Wolkensäule sich erhoben hat und weiterging, dann wusste das Volk so, jetzt müssen wir weiterziehen. Und wenn die Wolkensäule blieb an einem Ort, dann wusste sie, jetzt sollen wir hier bleiben. Und dann ist interessant der letzte Vers, dass Josua, der Diener von Mose, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Also Josua war auch in diesem Zelt und war immer in diesem Zelt. Und wenn Mose kam und wenn die Wolkensäule, die Gegenwart Gottes, erschien und mit Mose redete, war Josua schon da. Und ich glaube, dass das Einfluss hatte auf seinen Glauben. Der Josua, der ging danach nicht raus zum Volk und hörte die ganzen Fragen oder die Probleme und die Zweifeln und das Jammern des Volkes. Dieser ganze jammernde Einfluss, dem hat sich Josua sozusagen entzogen. Das hatte keinen Einfluss auf sein Leben. Und deswegen glaube ich, deswegen wundert es mich auch gar nicht, als dann ungefähr 1,5 Jahre später sie in Kadesh Barnea waren und Josua als Kundschafter ausgewählt wurde und sie in das Land kamen, wundert mich es nicht, dass Josua so großen Glauben hatte. Weil Josua ist Gott auf einer anderen Ebene begegnet. Er ist ihm begegnet, wenn Mose im Zelt war und hat das vertraute Verhältnis zu Gott miterlebt. Und deswegen wusste er, wenn Gott etwas sagt, wenn Gott sagt, ich gebe euch dieses Land, dann wird es eintreffen. Und bei den Kundschafter waren es ja zwei, die Glauben hatten. Das war Josua und Kaleb. Von Kaleb wird vorher noch nichts berichtet, erst als er Kundschafter wurde. Und ich glaube, sie haben ja diese Traube getragen, diese Traube zurückgebracht. Und ich glaube, Josua und Kaleb haben diese Traube getragen, zu zweit an einem Stock. Und wahrscheinlich hat Kaleb Josua gefragt, was hast du denn erlebt in dem Zelt? Ich glaube, es war der Moment, wo in Kalebs Leben Glauben aufgebaut wurde, weil er die Zeugnisse
von Josua aus dem Zelt der Begegnung 1:1 hörte. Und es ist immer so, wenn wir Gott begegnen und wenn wir Zeugnisse von Leuten hören, die Gott begegnet sind, ganz persönlich, und sie uns davon erzählen, dann wird in uns Glauben geweckt. Dann wird Glauben geweckt, dass Gott auch in unserem Leben handeln möchte. Und so glaube ich, durch diesen Glauben, durch diese persönliche Begegnung mit dem Herrn, hat Josua die ganze Angst und den Zweifel aus seinem Leben rausgehalten. Und Josua war es später, der dann den Dienst von Mose übernommen hat und hat das Volk Israel dann in das verheißene Land geführt. Und Kaleb war mit dabei, weil er genauso Glauben hatte wie Josua. Das ist natürlich die Frage, das sind jetzt Geschichten von damals, wie Gott damals den Menschen begegnet ist. Wie erleben wir heute die Begegnung? Wie findet eine eigene Begegnung statt? Und für alle, die jetzt schon überlegt haben, ob sie irgendwo im Speicher noch ein Zelt haben, das sie im Garten aufstellen könnten für ein Zelt der Begegnung, eigenes Zelt, das ist nicht notwendig. Es ist nicht notwendig, jetzt einfach diese Methodik von damals zu uns zu nehmen, weil wir schon in einer ganz anderen Situation sind. Also wir brauchen kein Zelt der Begegnung im Garten aufstellen, um Gott zu begegnen. Und dazu wollen wir ins Johannesevangelium gehen. Johannes 1, Vers 1, ganz am Anfang, da heißt es: Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Hier wird von Jesus gesprochen. Und dann Johannes 1, Vers 14: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes berichtet uns hier von Jesus. Jesus, das Wort Gottes, durch den alles geschaffen wurde, Jesus wurde Fleisch. Er entäußerte sich, er ließ alles im Himmel zurück, seine Herrlichkeit, und wurde Mensch und wohnte unter uns. Und dieses Wohnen unter uns kann man auch übersetzen mit er zeltete unter uns. Und hier stellen wir fest, Jesus ist uns so nahe gekommen, dass er als Mensch wurde und unter uns zeltete, bei uns war. Und dann schreibt Johannes, und wir sahen seine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit. Jesus ist also das Fleisch gewordene Wort Gottes. Jesus wohnte unter uns, er zeltete unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und die Jünger hatten damals diesen Segen, dass die Jünger damals in der Zeit vor der Kreuzigung, aber auch nach der Kreuzigung die Tage Jesus erlebt haben und seine Herrlichkeit sehen. Sie haben ihn als Auferstandenen immer wieder getroffen und er ist ihnen begegnet. Sie haben die ganzen Wunder gesehen, die er getan hat. Sie waren ein Zeuge davon, dass er ihnen in Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit begegnet ist. Und wir, was haben wir? Wir haben das Wort Gottes. Wir sehen Jesus, wenn wir in seinem Wort lesen. Ob wir im Alten Testament die Stiftshütte studieren oder ob wir in den Evangelien lesen oder in den Briefen. Wir sehen und hören das Wort, das Fleisch geworden ist. Und wir haben den Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet, dass wir Jesus erkennen. Und noch mehr, dass wir nicht nur Jesus erkennen, sondern dass wir auch Christus erkennen. Christus ist ja dann der Name für den Auferstandenen. In den Evangelien wird von Jesus gesprochen, aber später wird dann von Christus gesprochen, weil er der Auferstandene ist. Und wir sehen ihn also im Wort, aber wir sehen ihn auch im Geist, wenn wir geistlich die Dinge aufnehmen. Paulus schreibt zum Beispiel an die Epheser, in Epheser 3, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Also Jesus
den Christus zu sehen, wie er in unserem Herzen wohnt, wie er bei uns ist, dazu brauchen wir den Heiligen Geist, der uns dafür den Blick öffnet. Und Paulus sagt ja auch an die Korinther, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in uns. Wir sind Tempel. Unser wiedergeborener Geist ist der Ort, wo der Heilige Geist gegenwärtig ist, sozusagen in unserem Herzen. Und wir sehen das auch im Johannes-Evangelium, als Jesus kurz vor der Kreuzigung seinen Jüngern nochmal die letzten Anweisungen gibt, lesen wir Johannes 17 in diesem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 22 bis 23. Da heißt es, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, also der Vater, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Und hier sehen wir, es übersteigt fast unser Denken, dass der Heilige Geist in uns ist, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind und dass Christus in uns ist. Und dass Gott in Christus ist. Sozusagen, wenn wir auf unser Herz schauen, als Gläubige, als Wiedergeborene, dann haben wir den Heiligen Geist in uns. Wir haben Christus in uns, der in unserem Herzen wohnt, wie Paulus es schreibt. Und wir haben den Vater, der in Christus ist, in uns. Gleichzeitig ist Christus der Auferstandene, der auf dem Thron sitzt beim Vater. Aber trotzdem haben wir diese Gemeinschaft. Und wofür diese ganze Gemeinschaft? Weil das der Wille Gottes ist. Gott hat die Menschen erschaffen, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und jetzt, wo Christus auferstanden ist, wo die Sünde wieder ausgeräumt ist, wo der Heilige Geist gekommen ist, gibt es plötzlich die Möglichkeit, dass Gott in seiner Dreieinigkeit bei uns gegenwärtig ist. Und das ist wunderbar, weil das löst unser größtes Problem. Was ist unser größtes Problem? Dass wir geliebt sein wollen, anerkannt sein wollen. Die Sehnsucht nach Liebe, das ist die größte Sehnsucht, was der Mensch hat. Und wir sehen, dass Christus in unsere Herzen ausgegossen ist. Dass wir in seiner Liebe verwurzelt sind. Christus ist mit seiner Liebe gegenwärtig. Und das gibt uns Kraft. Das löst unser Wunsch nach geliebt zu sein, zu wissen, Christus ist da. Und es geht jetzt nicht mehr wie damals darum, dass wir ins Zelt gehen, wie Mose, und dann von einem Mittler hören, sondern wir können direkt unsere Herzenstür gehen. Wir können sozusagen direkt beten. Und wir brauchen keinen Mittler mehr, weil unser Mittler ist Christus. Und Christus ist in uns. Wir können direkt zu ihm gehen. Was braucht's für so ein Gebet? Was braucht's für so eine Begegnung mit dem Auferstandenen? Es braucht Glauben, dass Jesus da ist. Und es braucht den Willen, ihm zu begegnen. Und du kannst es zum Beispiel so machen, wenn du sagst, okay, nach dem Gottesdienst, jetzt will ich mal ausprobieren, was ich heute gehört habe. Dann kannst du sagen, Jesus, zeige mir doch mal den Ort, an dem du mir begegnen möchtest. Und wenn ich so bete, dann nehme ich verschiedene Orte wahr, wo ich früher gebetet habe oder wo etwas Wichtiges passiert ist oder auch wo ich verletzt wurde. Egal was, Gott zeigt mir immer einen Ort, wo er mir begegnen möchte.
Und dieser Ort, letztendlich ist es dieser Ort immer unser Herz. Er begegnet uns immer in unserem Herzen, aber wir nehmen es manchmal durch den Geist anders wahr. Und dann, wenn du betest, Jesus, zeige mir den Ort, wo du mir jetzt begegnen möchtest. Und das, was dir sofort in Sinn kommt, wenn du dann so einen Ort wahrnimmst, dann schau dich um und schau, wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Und wenn du Jesus siehst, ob er um dich rum ist, ob er neben dir sitzt oder ob er hinter dir steht oder wie auch immer er dir begegnen möchte, dann schau ihn an. Sieh Jesus, schau auf seine Herrlichkeit. Versuch dich auf nichts anderes zu konzentrieren, wie allein auf diese Sehnsucht, Jesus, ich möchte dich sehen, ich möchte jetzt dir in die Augen sehen. Und für mich sind es dann Momente, wo in so Situationen, da kann ich den Jesus auch mein Herz hinhalten, mit all den Verletzungen und all das, was das Leben mit sich bringt und was ich erlebt habe. Und in dem Augenblick, wo ich dann mein Herz öffne und ihm meine Verletzung hinhalte, was macht Jesus? Er kommt mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart und füllt mich aus mit seiner Liebe. Die Verletzungen, er träufelt sozusagen seine Liebe in meine Verletzung. Und das ist der Moment, wo ich Heilung erlebe. Das ist der Moment, wo wir Heilung erleben. Wenn wir mit Menschen beten, die hilfesuchend sind, dann bitten wir auch den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist jemand offenbart und zeigt, wo er ihm jetzt begegnen möchte. Wir fragen genau nach dem Moment. Und wenn dann eine Situation aufkommt, die auch schmerzhaft war, und dann sagen wir, schau dich mal um, wo ist Jesus? Und es erstaunlich ist immer, wenn Menschen dann berichten, Jesus ist da. In dem Augenblick, wo sie Jesus wahrnehmen, sind sie schon getröstet. Weil sie wissen, in meiner größten Verzweiflung, in meiner größten Not, in meinem größten Schmerz hat Jesus mich nicht verlassen. Und an dieser Stelle Jesus wahrzunehmen, Jesus an den Schmerz ranzulassen, ist der Moment, wo seine Liebe fließt und wo unser Schmerz geheilt wird. Und das ist der Moment, wo wir seine Herrlichkeit sehen. Das verändert uns. Jesus anzuschauen, du musst auch gar nichts anders machen, du musst einfach nur Jesus anschauen. Und das tut gut. Und dann dient er dir mit seiner Gegenwart. Also sehen wir, Jesus ist gar nicht weit weg. Er zeltet in uns. Er ist in uns und er ist zugänglich. Jederzeit kann man ihn aufsuchen. Im Glauben aufsuchen, beten, sagen, Jesus, wo willst du mich treffen? Zeig mir den Ort. Und dann nehmen wir seine Gegenwart wahr und das ist der Moment, wo seine Liebe in unser Herz, in unserem Herzen größer wird. Und das ist der Moment, wo wir Heilung erleben. Diese Begegnung ist der Wille Gottes. Johannes 17, Vers 26 heißt es, ich habe in deinen Namen verkündigt, sagt Jesus zum Vater. Ich habe in deinen Namen verkündigt und werde ihn verkündigen. Auch das trifft auf uns jetzt zu. Er wird uns nach wie vor den Vater zeigen. Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist der Wille Gottes, dass die Liebe, die der Vater hat für seinen Sohn, dass diese Liebe durch Christus in unserem Herzen freigesetzt wird. Und es ist interessant, dass nach so einer Begegnung können wir Zeugen sein, weil wenn wir eine Begegnung haben mit dem auferstandenen Christus, haben wir etwas zu erzählen. Egal, was passiert ist, wir haben immer etwas zu erzählen. Wir sind wie Josua, der im Zelt der Begegnung war. Und wenn wir von diesen Momenten, die wir mit Gott erleben, erzählen, dann bauen wir beim anderen Glauben auf. In dem Augenblick, wenn wir erzählen, was wir mit Gott erlebt haben,
setzen wir Glauben frei. Allein schon in dieser Predigt zu erzählen, wie ich Gott erlebe in dem Augenblick, wo ich ihm begegne an einem Ort und er mich heilt, wächst bei dir eine Sehnsucht, es auch zu erleben. Glauben wird freigesetzt. Und so lade ich dich ein, das nicht einfach nur beim Hören zu lassen und einfach zu sagen, jetzt habe ich eine mutmachende, glaubenfördernde Predigt gehalten, sondern ich lade dich ein, dass du dich aufmachst aus deinem Zelt, aus deinem Eingang, wo du stehst, zu der Tür zu gehen deines Herzens und zu beten, zu sagen, Jesus, offenbar dich mir. Ich möchte dich sehen, ich will deine Gegenwart erleben, ich will dir begegnen. Und dann bete einfach, Jesus, zeig mir, wo du bist. Und dann schau ihn an, es genügt. Schau ihn einfach an. Ich segne dich. Ich segne dich, dass du Mut hast und Glauben und diesen Willen. Und nicht sagst, nee, ich mach's morgen oder übermorgen oder so. Nein, dass du sagst, nee, wenn es diese Möglichkeit gibt, Jesus persönlich direkt zu begegnen, dann will ich das jetzt erleben. Dann hat es Priorität. Alles andere ist Nebensache. Und wenn du das tust, dann kannst du, du musst es wollen. Du kannst dich dafür entscheiden. Diese Begegnung mit Jesus ist nur eine Entscheidung weit weg. Es braucht keine Zeit. Du musst nichts leisten. Du musst nur sagen, ich will es. Jesus, offenbar dich mir. Und dann wirst du diese Begegnung mit Jesus erleben. Und diese Begegnung mit Jesus, die wird dein Leben ändern, weil plötzlich die Liebe Gottes in dein Leben fließt. Und das löst die Probleme, die da sind. Und so segne ich dich, dass die Liebe Gottes dir heute begegnet. Amen.